Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir wieder zwei Telefonate. Im ersten haben wir eine, sehr unverschämte Trading-Betrügerin, die alleine nicht klarkommt. Und im zweiten Gespräch haben wir wieder unsere netten, Pillen am Apparat. Pillenverkäufer oder wie auch immer. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung, wo ihr nicht euer Geld versenken solltet. Hallo. Ja, hallo, guten Tag. Ja. Emily Polis, mein Name. Wie geht es Ihnen, Herr Sofeld? Alles gut bei Ihnen? Schnuckelig. Also, ich melde mich von Trader Active, eine Handelsplattform. Was hat man denn da so Schönes? Handelsplattform. Darf ich bitte fragen, haben Sie Erfahrung mit Onlinehandel? Ja, natürlich. Mit so gebrauchte Schlüssel verkaufen und Scheiße in eine Tüte verkaufe ich immer. Was bitte? Noch einmal? Ja, habe ich doch gerade gesagt. Okay, aber ich rufe Ihnen von der Handelsplattform Trader Active, wo Sie die Möglichkeit haben, mit uns arbeiten und jeden Monat Geld zu verdienen beim Handel. Aha, kann man dann bei Ihnen auch Scheiße verkaufen, oder wie? Hallo? Hallo, schönen guten Tag, Sie sind ja bei mir weitergeleitet. Ich wollte ja nur Ihnen Bescheid sagen, Sie sind ja nicht der Einzige in diesem Gespräch und Sie müssen nicht beleidigen. Sie müssen ja erstmal Manieren haben. Sind Sie doof? Ich habe gar keinen beleidigt. Tja, das könnte wohl daran liegen, dass man der deutschen Sprache nicht so richtig mächtig ist, dass man das jetzt hier als Beleidigung aufgefasst hat. Aber die Tante hat mich ja gefragt, ob ich im Handeln Ahnung habe oder Erfahrungen. Ja, habe ich jetzt geschildert, dass ich in dem Gebiet schon meine Ahnungen und Erfahrungen gesammelt habe. Nur vielleicht nicht das Produkt, was sie sich jetzt vorgestellt hat. Naja, aber wenn sie nun mal so undeutlich fragt, dann muss sie halt eben mit der Antwort, die sie dann da bekommt, halt leben. Das kann sie nur dem Anschein nach irgendwie nicht. Ich find's immer wieder Wahnsinn, was da für Leute sitzen. Und jetzt ist auf einmal jemand in der Leitung, der hier sagt, sie sind nicht alleine in der Leitung. Aha, ist das nicht laut deutschem Datenschutzgesetz irgendwie ein bisschen illegal, wenn da jemand heimlich zuhört in der Telefonleitung, währenddessen man Kundengespräche führt, wo, sensible Daten ausgetauscht werden, wie zum Beispiel Kontodaten oder so? Ja, irgendwie ist das ein bisschen illegal. Aber irgendwie scheint es sich ja nicht zu interessieren. Ist ja wieder herzallerliebst. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Wieso haben Sie Scheiße gesagt? Verkaufen Sie Scheiße, was ist das? Na, ich verkaufe Scheiße. Sie Wie verkaufen gefragt, Sie Scheiße? Was für ein Wort ist das denn? Na, ein deutsches Wort. Nein, ehrlich, das ist Deutsch? Danke, ich wüsste das nicht. Also, lieber Herr, Sie haben selber ein Konto eingerichtet, Sie haben selber Ihre Daten was denn eingegeben. Für ein Konto, was denn für Daten, was es geht aber Firma? Für mich über Finanzprodukte und Sie müssen das selber verstehen. Hat sie ja nicht gesagt. Wenn sie, irgendwo gesagt, Ihre Daten selber eingeben. Ja nein, ich bin am Reden, Sie hören mich jetzt erstmal, nee, dann werden Sie reden. Gar nicht, was du doofe nein, Brunner, nein. Alles so zu von nein. Dir geben willst, du Scheißbetrügerin, du bist eine kriminelle Abzockerin und nur Abschaum. Wie bin ich jetzt kriminell? Du bist eine kriminell. Kakerlake, du Kriminelle. Ja, und da muss man tatsächlich auch mal Tacheles mit denen reden, was die sich hier überhaupt einbildet. Die mischt sich hier in ein Gespräch ein, wo sie überhaupt nichts zu suchen hat, furzt mich hier quer von der Seite an und wundert sich dann über meine Reaktion. Das sind hier Menschen, die euch das Geld aus der Tasche ziehen. Das sind Menschen, die euch betrügen. Das sind keine netten Menschen. Das sind Menschen, die einfach zulangen und die Kohle nehmen und sich danach nie wieder bei euch melden. Die Telefonnummer, mit der die anrufen, ist gespooft. Das heißt, ihr könnt nicht zurückrufen. Die Telefonnummer ist gefälscht, die im Display steht. Die Webseite ist nichts anderes als Fake und auf einem versteckten Server im Internet platziert, wo sie auch keiner rausfinden kann. Eine E-Mail-Adresse gibt's schon gar nicht oder irgendein Kontaktfeld. Und wie will man die Firma denn erreichen, nachdem man da seine Kohle drin versenkt hat? Und sowas findet sie nett und legal und versucht sich jetzt hier irgendwie rauszureden und findet das gut, was sie da tut? Es ist einfach nur absolut erschütternd, dass solche Leute sich selbst noch für ernst nehmen und sich dann noch erdreisten, mich belehren zu wollen, wie ich mich zu verhalten habe, währenddessen sie mich berauben will. Es wird immer kurioser, immer wahnsinniger. Ich verstehe es einfach nicht. Du willst Leute und Menschen betrügen. Abschaum nennt man sowas. Ich hab niemanden. Absoluter Abschaum. Schäme dich. Du sollst dich was Wieso schämen. Soll ich mich schämen, weil Sie ein Konto geöffnet haben? Aus deinem Gesicht ich muss kommt mich schämen. Nur dreckiges Kakerlakengesülze. Dreckiges Kakerlake, was ist ja. Das? Du Wieso bist bin ich ein dreckiges Kakerlake? Kakerlake? Na, du bist Wer das. Hat Ihnen... Wer hat Ihnen so viel Scheiße erzählt? Na du?
Aus deinem Gesicht kommt doch nur sowas. Wieso sind Sie denn so? Ja, wer hat Ihnen geprügelt? Wer ein hat Ihnen so? Unangenehm. Nein, ich meine es ernst. Dein haben Gesicht Sie, riecht unangenehm, das meine ich auch ernst. Haben Sie Ihre Freundinnen verloren? Ist jemand gestorben bei Ihnen, dass Sie so sauer sind? Ja, es wäre schön, wenn du mal im Knast landest. Was wäre schön? Wenn du im Gefängnis landest, das wäre schön. Ja, ich würde das probieren, gerne, aber leider habe ich ja gar nichts Kriminelles gemacht, damit ich in den Knast gehe. Allein dieser Anruf hier ist kriminell, du hast keine Ahnung. Wieso ist dein Anruf außerdem kriminell? Sie bekommen eine Nummer von Vodafone und jemand ruft Ihnen an. Wieso ist das kriminellisch? Ja, außerdem Sie das bitte ist das kriminell, wenn du dich einfach mit in die Leitung schaltest und zuhörst. Das ist eben wieso so kriminell. Legen Sie denn nicht auf, aber Sie labern Scheiße weil bis jetzt seit 10 Minuten. Weil ich deine Zeit verplempern will, du kriminelles Wesen. Nein, Sie sind so alleine, Abschaum, dass Sie versuchen, 10 Minuten hier Scheiße am Labern. Ja, du bist ja diejenige, die Scheiße am Labern sind ist. Sind Sie so alleine? Ja, bist du so alleine, ja? Hat Ihre Freundinnen Kakerlake. Ihnen verlassen? Kakerlake. Sie sind ein scheißer Kakerlake, wissen Sie das? Sie sind ein Kakerlake. Und wer denkt, dass das Gespräch jetzt hier schon auf dem absoluten unterirdischen Höhepunkt angekommen ist? Nein, das ist es nicht. Es kann hier definitiv jetzt noch schlimmer werden. Also es wird's auch. Es ist einfach absolut, weiß ich nicht, mir fallen da kaum Worte zu ein. Ich meine, in der Regel, da versuche ich mich ja hier an der Leitung auch ein bisschen zu benehmen und ja die Leute eher aufzuklären. Aber das Verhalten von manchen Betrügern triggert mich so extrem, dass man da wirklich einfach mal Tacheles reden muss mit denen. Wenn man hier jeden Tag locker 30 solche Gespräche bekommt, so im Durchschnitt, dann fällt hier einfach nichts mehr dazu ein. Ich meine, die rufen hier an und wollen in unser Portemonnaie fassen und uns bestehlen. Also gutheißen und irgendwie, weiß ich nicht, vernünftig mit den Reden funktioniert ja auch nicht. Die werden ja selber erstens hier gleich beleidigend, schalten sich einfach in eine Leitung und erdreisten sich dann noch, uns irgendwie hier belehren zu wollen. Absolut Wahnsinn. Ich bin so ein Missgeburter. Ja, das bist ja du. Missgeburt. Kakerlake. Scheiße. Ja, und du bist ein minderwertiges Honigbienchen. Nein, können Sie mir das beibringen, bitte? Sie machen Scheiße und Sie verkaufen das online, oder wie denn? Ja, das verkaufe ich habe einen Kollegen, der macht sehr viel Scheiße. Er kann das für Ihnen verkaufen. Das verkaufe ich an dich. Hallo? Ja, noch so ein Betrüger am Telefon. Hallo? Da braucht man langsam nicht mehr nach Sonnenschein fragen. Und schon haben wir den Nächsten in der Leitung. Also es ist ja jetzt hier schon der Dritte, der sich jetzt hier einfach so zu Wort meldet. Ich weiß nicht, ob das da teilweise von denen ein Hobby ist, sich noch mit Kunden anzulegen, die schon auf 180 sind. Ich weiß es nicht. Also jede normale seriöse Firma hätte jetzt spätestens, wenn die selbst legal hier eigentlich agieren, einfach aufgelegt, wenn der Kunde jetzt hier so eskaliert an der Leitung. Aber das hier, tja, jetzt wird's auf jeden Fall nur noch ein bisschen schlimmer mit dem netten Typen hier in der Leitung, der auch einfach ungefragt ins Gespräch reinplatzt und sich auch nicht vorstellt. Ja, Tag, Krimineller. Hörst du mich? Ja, es heißt Sie, du Kriminelles. Oink, oink. Ob du mich hörst, Alter. Das heißt Sie, du Kriminelles. Oink, oink. Hallo. Hallo, Kriminelles. Oink, oink. Warum sagst du es mir kriminell? Woher wissen Sie, dass ich kriminell bin? Ja, weil ihr alle kriminell seid. Das ist doch abartig. Na, bist du auch schwul dann, wenn ich kriminell bin? Woher weißt du, dass ich kriminell bin? Ja, weil ihr einfach anruft, die Leitung ist weitergeführt, wie, was weiß ich, wie Freudenhaus-Angestellte. Nein, Sie verstehen mich nicht. Bist du schwul? Du bist ganz schön nicht so intelligent. Kann das sein? Ja, Sie sind auch dumm, wenn Sie zu mir sagen, ich bin ein Kriminell. Ja, du bist ja auch kriminell. Nein, bin ich nicht. Ihr ruft ja hier an, also seid ihr kriminell. Sind Sie deutsch oder was? Woher kommen Sie? Du bist auf jeden Fall irgendeine Kakerlake. Kakerlake? Richtig, mir Kakerlake. Kann man Kakerlake essen oder trinken? Du betrügst Menschen, das ist ekelhaft. Kann man Kakerlaken essen oder trinken? Dich kann man pürieren. Ja, die Kakerlaken. Ja, kann man essen oder trinken? Ins Gefängnis gehört ihr alle Mann, die ganze Sippe da. Alter, was ist denn mit Ihnen los? Ja, was ist mit Ihnen los? Ja, was ist mit dir los, du Scheißkrimineller? Warum betrügt ihr Menschen? Wer, das ist doch abartig, wer das schäm gemacht? Dich was. Sind deine Eltern wer stolz auf gemacht? Dich oder was? Wer hat das gemacht? Wer hat das gemacht? Ja, ihr seid einfach nur ekelhafter Abschaum. Ihr wollt die Leute abzocken. Ey, ekelhafter auf mich zu beleidigen. Einen anständigen Job oder warst du zu blöd, in hör Schule, auf was mich zu beleidigen. Zu machen? Hör mich auf zu beleidigen. Ich beleidige ihn auch nicht. Das ist keine Beleidigung, das sind Tatsachen, du Kakerlake. Hört auf, die Menschen Alter. Zu betrügen und zu bescheißen. Und hört auf, die Menschen einfach so anzurufen. Das ist einfach widerlich. Ey.
Weißt du, lernt doch mal was Vernünftiges. Macht doch mal einen anständigen Job. Willst du mit einem richtigen Deutscher sprechen? Dafür. Ihr willst seid du mit einem richtigen Deutscher sprechen? Die Sprache vernünftig zu benutzen. Halt. Bleiben Sie ruhig. Nee, ich bleib nicht ruhig. Honigbienchen. Hallo, ich probier's auch mal, ja? Ja. Also Tatsache, schon der vierte jetzt hier an diesem Callcenter an der Leitung. Ich weiß mal nicht, was ich dazu noch großartig sagen soll. Also es ist schon gigantisch, dass wie man da weitergereicht wird. Alleine das zeigt schon, was da eigentlich für ein Laden an der Leitung ist. Die haben da scheinbar auch Spaß dran, irgendwie hitzige Gespräche mit Kunden an der Leitung zu führen. Ich weiß es nicht, da machen sie sich dem Anschein nach noch lustig. Also für ein seriöses Unternehmen kann man das hier definitiv auf gar keinen Fall mal halten. Also selbst wenn man jetzt irgendwie den Fehler bei mir suchen würde, weil ich jetzt hier gegen die Decke gegangen bin. Aber das ist schon, weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Da wird man weitergereicht, da haben die einfach noch Spaß dran, wenn sich da irgendjemand so richtig schön aufregt am Telefon. Ja, also bringt's tatsächlich nichts, mal am Telefon so richtig auszurasten. Ich versuch's ja auch immer ein bisschen in den Kommentaren so zu schreiben. Am Ende lernt das den Betrügern auch nichts, wenn ihr da am Telefon vollkommen ausrastet. Weil, tja, was haben die davon? Nix. Die freuen sich noch drüber, wenn sich da irgendein dummer Deutscher am Telefon so richtig schön aufregt und aus der Haut fährt. Das belustigt die eher noch, als dass man da noch irgendwie was draus ziehen würde. Aus diesem Grund führe ich die meisten meiner Gespräche auch eher harmlos, weil ich glaube, da kann man die am meisten mit nerven, wenn sie sich nicht über uns noch lustig machen können. Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Aber ich wollte ihm auf jeden Fall mal ein bisschen Genüge werden. In den Kommentaren wird ja immer wieder mal geschrieben, ich müsste härter mit den Betrügern umgehen. Aber ihr seht ja, es bringt nichts. Am Ende freuen die sich noch sogar darüber, wenn man sie am Telefon beleidigt. Jetzt haben wir noch Krabbeltier. Telefonleitung hier oder was? Also ganz objektiv betrachtet. Die ersten sind ja bei uns angemeldet, richtig? Ganz objektiv betrachtet. Bist du eine Karalake, die hier illegal anruft und ihr wie eine Schlampe das Telefon weiterreicht in eurem Drecks-Callcenter? Gut erfasst, aber sie hatten sich trotzdem bei uns angemeldet, richtig? Nee, hab ich nicht. Na, immerhin hat das mal eingesehen, dass das da irgendwie schon fast wie eine Stadtschlampe am Telefon ist, wenn man das Telefon hier einfach weiterreicht und weiterreicht und weiterreicht. Ja, aber tatsächlich, angemeldet habe ich mich bei denen auch nicht. Denn man meldet sich bei denen meistens, oder damit man solche Gespräche hier zustande kommt, meldet man sich auf irgendeiner Werbeplattform an. Ja, und dann wird die Telefonnummer einfach an sämtliche Betrüger-Callcenter verteilt, damit die alle bei euch mal anrufen. Meistens ist das Skript, also das, was die da so runterrattern, immer exakt das Gleiche. Manchmal gibt's ein paar kleine Abweichungen mit dem, was sie sagen. Hin und wieder ruft mal jemand an und versucht den Betrug nach dem Betrug, ohne zu wissen, ob man schon mal beschissen wurde. Es ist einfach nur eine absolute Katastrophe. Und solche Leute halten ziemlich viel von sich und fühlen sich dann auch noch toll dabei, wenn man sie irgendwie, mal ein bisschen härter rannimmt. Deswegen, wie gesagt, es bringt halt einfach nichts, am Telefon zu explodieren. Die machen sich drüber lustig und freuen sich noch. Die wissen ganz genau, dass das da alles Betrug ist. Und dass die das in den seltensten Fällen zugeben, tja, so ist es halt leider. Welcher Betrüger gibt schon gerne zu, dass er betrügt? Da haben wir hier auch erst so ein, zwei Gespräche beziehungsweise ein richtiges Gespräch gehabt, wo der Betrüger ordentlich und offen und klar darüber redet, dass das alles Verarsche ist. Aber meistens haben wir hier solche Exemplare an der Telefonleitung, die sich darüber eben lustig machen, wenn da jemand eskaliert. Die Daten illegal aufgekauft? Nö. Also doch. Sie haben wahrscheinlich auf dem Klo gesessen, eine Werbeanzeige gesehen, dachten sich, sie wollen Geld verdienen. Und haben sich angemeldet. Das ist eine Kakerlake, die die Menschen um ihr Geld beklauen will. Mehr nicht. Such dir einen anständigen Job. Mach doch mal was Anständiges in deinem Leben, anstatt die Leute immer nur zu betrügen. Ja, danke für die Berufsberatung. Weiß ich sehr zu schätzen. Ja, sowas Primitives. Früchtchen. Ah, Sie sind zu aufgeregt gerade. Ich kann gerade Ihre Wut spüren. Buchstäblich. Kannst du dich mal am Hinterteil. Das kannst du mal hauptberuflich machen. Dann machst du wenigstens was Sinnvolles. Also Sie wissen, dass Sie immer wieder angerufen werden, oder? Gerade jetzt, weil Sie sich wie so ein kleines Kind verhalten. Ja, und du bist einfach nur ein kleiner Krimineller. Okay, und nun? Ja, was und nun? Ich werde Sie morgen nochmal anrufen. Nö, das verbiete ich euch, ihr Scheißkriminellen. Doch. Tja, und hier verrät er sich ja nun wirklich tatsächlich, dass er kriminell ist, weil welches seriöse Unternehmen würde dann jetzt weiter noch bei euch anrufen, wenn die wissen, dass da ein Schreikunde dran sitzt?
Ist ja vollkommen Quatsch. Also damit verraten die sich ja eigentlich zu 100% komplett selbst. Finde ich immer wieder interessant, dass die das überhaupt nicht interessiert. Ja, aber wie schon gesagt, die geilen sich da eher noch dran auf, wenn man die so beleidigt. Dann ja, freuen die sich und rufen immer wieder an. Und es ist tatsächlich auch so. Solche Firmen, die versuchen einen dann hier noch auf unseren Leitungen, ja hier noch Schaden anzurichten, indem die unsere Leitungen verstopfen wollen, indem die immer wieder und immer wieder und immer wieder anrufen, dann aber nichts sagen am Telefon. Was sie dabei nicht bedenken, tja, ich habe hier selber ein Callcenter-System, worüber ich den Kanal betreibe, und dann stecke ich sie einfach in eine Warteschleife. Da habe ich welche mit Musik und welche ohne. Naja, und dann denken die, ich verbrate da eine Leitung, dabei habe ich hier noch weitere Leitungen frei, wo andere Betrüger zeitgleich anrufen können. Immer wieder interessant, dass die, damit nicht rechnen, aber ist ja auch so. Normalerweise hat man ja privat so ein Ding auch nicht zu Hause rumliegen, mal so eben eine Telefonanlage, wo mehrere Leute gleichzeitig drin sitzen können. Tja, aber letztendlich, wenn die dann nochmal bei uns anrufen oder bei mir, lasse ich die auch immer schön in der Warteschleife rumgammeln, währenddessen die dann halt nichts sagen. Sogar jetzt, wo ich hier gerade spreche, habe ich hier wieder so ein Telefonat zu laufen, was seit 47 Minuten einfach nur leer in der Leitung rumliegt. Es ist aber jemand dran. Hin und wieder hört man mal was und dann ist mal wieder nichts zu hören. Das schnipple ich euch auf jeden Fall auch mal in Zukunft nochmal zurecht, wo man mich dann immer mal wieder dazwischendrin hört, wo ich dem sogar erkläre, dass das hier nichts bringt, dass die meine Leitung versuchen zu verstopfen. Weil währenddessen klingelt das nächste Telefon einfach. Ich habe halt einfach mehrere Telefone hier liegen, wo ich einfach überall rangehen kann, währenddessen er auf einem Telefon meine Leitung verstopft. Und selbst wenn das nicht reicht, dann kann ich immer noch den in die Warteschleife schieben und hab's Telefon wieder frei. Was vergessen die halt dabei? Oder beachten nicht das nicht, weil hat halt nicht jeder normale Privatbürger sowas rumliegen. Jeder andere würde auch einfach auflegen. Aber den Gefallen tue ich denen nicht. Denn wenn ich auflege, dann ist deren Quote erfüllt, der Kunde hat halt aufgelegt. Wenn die auflegen, ja, dann haben sie ihre Statistik damit in der Regel versaut, weil bei denen gibt es sicherlich auch einen Chef, der schaut, ob die vernünftig arbeiten. Auch wenn da die Beleidigungen an der Tagesordnung sind, legt aber der Mitarbeiter auf. Es ist ja ein Anzeichen dafür, dass er nicht vernünftig gearbeitet hat. Also es gibt noch 20 andere Firmen, bei denen sie sich angemeldet hatten, die werden sie auch anrufen. Ich bin nicht der Einzige, der sie anruft. Ist aber illegal, wenn ich das untersage. Mit der Anmeldung am Ende haben sie uns automatisch die Einwilligung gegeben. Nein, hat man nicht automatisch. Es gibt ein Double-Opt-in. Und deswegen werden sie angerufen. Es gibt eine Datenschutzgrundverordnung hier in Deutschland, du Klopsgesicht. Da ist mit einer Anmeldung nichts, weil ihr seid selbst zu blöd, die deutschen Datenschutzgesetze auch nur halbwegs zu können. Hauptsache Kohle abgrasen und die Leute verarschen, aber in der Birne ist nichts außer Scheiße. Gucke, da labert der Krabbelgetier im Hintergrund schon wieder. Nee, sie heißen Karl Zoffel, Kartoffel, oder? Also entweder haben sie sich mit diesem komischen Namen angemeldet oder jemand anderes hat es gemacht. Ich würde mir mal Gedanken machen. Jetzt bestätigst du doch sogar, dass ihr kriminell seid. Ihr braucht ein Double Opt-in, du komische Hanswurst, du Gesichtsflümmel. Deine Mutter ist stolz auf dich, ja, dass du die Leute so verarscht am Telefon. Das ist ganz hoch angesehen in der Familie, ne? Weil er nichts Besseres geschafft hat, als im Callcenter zu sitzen. Kriminell zu sein. Mach mal was Anständiges in deinem Leben. Lass mich raten, du bist Single, du hast keine Freunde, deine Mutter hasst dich auch und hast einen Job, bei dem du gerade so viel verdienst, um über die Runden zu kommen, wenn überhaupt, oder? Und das, was du jetzt sagst, gibt dir einen gerade so großen Kick, dass du dich etwas gut fühlst mit deinem nicht vorhandenen Selbstwertgefühl. Ja, und hier bestätigt er uns neben dem Betrug, also dass die halt einfach illegal anrufen, dass er sich daran auch noch aufgeilt, dass wenn sich der Kunde hier total echauffiert und völlig am Eskalieren ist, das freut die nur. Ja, von daher, es bringt halt einfach nichts, die Leute am Telefon fertig zu machen. Höchstens auf einer niveauvollen Art, denn das hier, genau sowas wollen die ja, glaube ich, auch. Da freuen die sich dran. Ich glaube, das ist, selbst wenn sie nichts verdient haben, hat man denen damit eher den Tag versüßt, als den Tag noch zu vermiesen. Ist aber auch grundsätzlich so mit Beleidigungen. Wenn man Leute beleidigt, was hat man da am Ende davon? Außer, dass man sich darüber selbst aufgeregt hat und man selbst den Blutdruck nach oben geschossen hat. Das ist das Einzige, was man davon hat. Naja, aber es befreit auch mal, wenn man die Leute da mal am Telefon mal denen genau das sagt, was, was man eigentlich denkt über die. Das Problem ist nur einfach, bringt nichts. Und wie gesagt, die freuen sich ja sogar noch drüber. Also im Grunde genommen ist das eigentlich eher ein Eigentor, als dass man da irgendwas mit erreicht hätte. Genau. Und du solltest dir auf jeden Fall mal einen vernünftigen Job suchen und die Leute nicht verarschen. Das ist einfach ekelhaft, was du machst. Okay, inwiefern habe ich dich denn verarscht? Weißt du, du bist persönlich. Schmetterling. Ich denke, du
spricht über dich, weißt du? Also das ist der Klassiker. Menschen neigen sich ihre eigene Unsicherheit auf andere Menschen zu projizieren. Und im Grunde sagst du das, was du zu mir sagst, zu dir selbst. Du bist der am Beleidigen. Du bist ja der mit dem nicht vorhandenen Level. Du hast dich selber. Und das ist gerade eine gute Möglichkeit für dich, das an jemanden auszulassen. Ja, du sollst ja einfach mal... Du sagst, ich betrüge klopfen. Dich, aber wo betrüge ich dich? Ich rede ganz mal mit dir, du beleidigst Job. Mich. Ja, ist doch alles gelogen, was er da erzählt. Außerdem rufst du illegal was, an. Was habe ich denn erzählt? Ich habe noch gar nichts erzählt. Stell dich in der Ecke, ab auf eine stille Treppe. Hopp, hopp. Nee, also sag mal, wo wurdest du betrogen? Geh wieder schön zurück an Muttis Titze lutschen, dann weißt du, was ja, du tun hast. Ja, ich weiß. Spacko, ey. Immer wieder gleich herzallerliebst, dass die Mitarbeiter von den höchst professionellen Betrugs-Callcentern immer wieder gleich davon ausgehen, dass man schon mal betrogen wurde. Ich meine, in unserem Fall ist es ja nicht der Fall. Ja, aber bei anderen Kunden, die so reagieren, könnte das tatsächlich durchaus so gewesen sein. Und naja, das ist dann halt die Quittung, die Betrüger da oft so haben. Ja, aber da erfreuen die sich eher noch dran, als dass die einem noch versuchen zu helfen. Tja. Und er spielt ja hier bei dem Beleidigungs-Ping-Pong auch super noch mit. Keine Ahnung, was die davon haben, dass die sich darüber noch lustig machen. Im Grunde genommen kostet das alles nur Energie. Tja, aber ein normales Callcenter würde so eine Energie gar nicht aufbringen. Tja, einfach auflegen und der Nächste in der Regel eigentlich. Aber tja, da weiß ich nicht. Es ist halt einfach so die Natur von den Betrügern wahrscheinlich, dass die sich daran ergötzen, dass sich da jemand so richtig schön aufregt, weil meistens sind das ja die Leute, die sie schon mal beschissen haben. Aus diesem Grund halten sie denn die Person, die da so richtig schön am Telefon eskaliert, auch für besonders dumm. Boah. Ja. Okay. Schau mal. Ich weiß deinen Selbsthass zu schätzen. Ja, weiß ich auch dass so. Dass du dich so oft weiß und ja, gut aussehen, aber wir ich werden dich morgen nochmal anrufen und dieses Gespräch werden wir morgen nochmal führen. Das glaube ich aber nicht, du Kakerlake. Dass es gar nicht mehr geht. Kakerlake, damit meinst du dich selbst, das ist ja bewusst, oder? Nee, ihr seid alles Kakerlake. Ich kann doch spüren, wie du mit dem Wort resonierst. Ihr betrügt die Leute. Okay, also ich habe jetzt Pause, ich rufe dich danach nochmal an, ja? Ja, du kannst mich mal sonst wo lecken, aber du bist auf jeden Fall nicht bis andere als eine Kakerlake. Ja, das erste von unseren beiden Gesprächen heute. Ja, sehr, sehr hitzig, sehr, sehr interessant, aber ja, im Grunde genommen zeigt es nur auf, tja, aufregen bringt nichts. Das ist halt das, was ich immer wieder versuche auch rüberzubringen. Wenn ihr die da am Telefon bloß fertig macht, ja, da freuen die sich noch dran, weil man macht die nicht damit fertig, man spielt da nur mit seinen eigenen Nerven. Ja, es ist zur Belustigung dient hier vielleicht höchstens, wenn man da so ein Beleidigungs-Ping-Pong spielt. Ist aber auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Am Ende sind das hier Betrüger. Ich meine, hier finde ich ganz gut, dass sie da auf jeden Fall 4 Mitarbeiter ihre Zeit vertrödelt haben und sicherlich hinterher selbst eine Zigarettenpause gebraucht haben, um da erstmal wieder runterzukommen. Aber am Ende, tja, was bringt's? Nix. Die freuen sich darüber, dass man sie beleidigt hat und das war's dann eigentlich auch schon. Ich meine, angerufen hat er hier nicht nochmal, sein Versprechen hat er leider nicht gehalten, aber am Ende, tja, was bringt's, ne? Was bringt's? Es zeigt auf jeden Fall, dass das hier kein seriöses Callcenter war, das in jedem Fall, weil sonst würde man hier nicht so einfach weitergereicht werden. Da würde höchstens irgendwann mal der Chef dann da das ganze Gespräch übernehmen, aber nicht währenddessen er schon die ganze Zeit zugehört hat und man verteilt das Telefon dann nicht im ganzen Callcenter, damit alle da mal mitspielen können bei dem Stressgespräch. Ich weiß nicht, was die davon haben. Tja, uns hat es auf jeden Fall auch nichts gebracht, außer dass wir hier definitiv wieder ein kleines bisschen dazugelernt haben. Sowas bringt halt nichts. Schreibt mal eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Telefongespräch. Guten Tag. Ja, guten Tag, Monika ist mein Name, Firma Geberich. Ja. Es ging um Ihre Bestellung. Sie haben Erythronaktiv bestellt auf unserer Webseite. Ist das richtig? Ja. Haben Sie jetzt hier gut. Hier fehlt Ihre Adresse, steht nur der Name und keine Info mehr. Sagen Sie bitte, das ist aber Ihre erste Bestellung, oder? Ja, na klar. Die erste Bestellung. Dann natürlich, Sie bekommen noch eine vernünftige Beschreibung, unser Hotline-Nummer, E-Mail-Adresse und eine Garantie. Ja. Und heute ist ja Samstag, dann das Paket kommt circa in 2-3 Arbeitstage. Es kommt mit DHL und Sie können entweder per Nachname bei mir halb bezahlen oder per Vorkasse. Wie möchten Sie das gerne haben? Per Nachname. Ja, gerne, gerne. Sonst, wie gesagt, alle Papiere, alle Unterlagen bekommen Sie auch mit dem Produkt.
Sagen Sie bitte aber Produktinfo, wie muss man das Produkt richtig einnehmen? Haben Sie schon gelesen, oder? Nee. Haben Sie nicht, ja? Auf jeden Fall, wie gesagt, eine vernünftige Beschreibung bekommen Sie auch. Hauptsache, das ist ein Naturprodukt. Das Produkt enthält keine Hormone und keine chemischen Inhaltsstoffe. Und Sie sollen genau 3 Kapseln pro Tag einnehmen. Ja. 2 am Vormittag bitte, die 3 am Abend. Und nicht mehr als 3 Kapseln pro Tag bitte. Mehr als 3 Kapseln pro Tag ist ein bisschen zu viel, zu anstrengend für den Körper. Und das Produkt funktioniert sehr vernünftig. Das heißt, erst also die Blutzirkulation in kleinen Becken kommt in Ordnung. Und dann ungefähr ab 4., 5. Tag, sie bekommt die erste richtige Erdung. Ja, es ist spürbar, Tag zu Tag, es wird stärker. Sie bekommen mehr Power, mehr Stärke. Sonst, Herr Panther, also eine Packung des Mittels enthält 30 Kapseln, das reicht für 10 Tage. Aber wir empfehlen das Produkt therapiemäßig einnehmen. Es gibt kleine und große Therapie. Mit kleiner, mit 5-wöchiger Therapie, Sie bekommen ca. plus 20 bis 30 Minuten Zeit vor der Erektion. Und der Geschlechtsorgan wird auch merklich härter und fauler beim Geschlechtsverkehr. Und die zweite Variante, das ist stärkere Variante, das ist 2-Monat-Therapie. Mit dieser Therapie, Sie bekommen maximale Ergebnisse, wie in Werbung steht. Ja? Ja. Und sonst, wie gesagt, eine Packung enthält 30 Kapseln, das reicht für 10 Tage. Und eine Packung kostet 49 Euro. Und die kleine Therapie, 5-wöchige Therapie, besteht aus 4 Packungen. Man muss nur die 3 bezahlen und nur 45 Euro pro Packung. Die 4. Packung sowieso bekommen Sie gratis und Versandkosten ist auch frei. Das bezahlen wir. Ja, dann nehme ich 14 Packungen. Diese, ja. Oder wie gesagt, falls Sie maximale Ergebnisse erreichen möchten, dann 2-Monat-Therapie passt besser. Das sind 6 Packungen, man muss nur die 4 bezahlen und nur 40 Euro pro Packung. Noch 2 Packungen bekommen Sie gratis. Das heißt, die kleine Therapie, die 3+1, kostet 135 Euro. Und Versandkosten ist auch frei. Und die große, 4+2, 160. Sagen Sie bitte dann, möchten Sie die kleinere oder größere Variante bestellen? Na, dann nehme ich 4-mal die große Variante. Die größere Variante, ja, 2-Monat-Therapie. Aber das heißt also, die große Therapie dauert 2 Monate. Bitte, Sie sollen das Produkt intensiver nehmen, jeden Tag, 3 Kapseln pro Tag, wie in Beschreibung steht. So kriegt der Körper genug Zeit und selber das Produkt kriegt auch genug Zeit. Ja, ja, muss man aber 4-mal bestellen. Bitte? 4-mal. Mhm. Ja, also die 3+1 meinen Sie für 135 oder 4+2 für 160? Die 4+2 möchte ich 4+2, ja. Ja, gerne. Sonst, Herr Panther, also wie gesagt, Versandkosten übernehmen wir, das bezahlen wir und Sie möchten per Nachname haben, ja, wie ich verstanden habe. Ja. Und aber ich brauche noch Ihre Lieferadresse. Können Sie bitte erst die Postleitzahl sagen? Ja, ist die 12055. Also das ist auf jeden Fall in Berlin, oder? Ja, na klar. Mhm. Und die Straße bitte? Das ist die Grünwalder Straße 17. So, einen Moment bitte. Und die Hausnummer 17 hier? Ja. Grünwalder Straße, oder? Ja. Mhm. Einen Moment bitte. So, Grünwalder Straße, in einem Wort geschrieben, oder? Grünwalder Straße und Hausnummer 17. Ja, jetzt habe ich, vielen Dank. Und dann also, und die Hausnummer 17, ja, das ist ja genau in Berlin, meinen Sie? Mhm. Mhm. Gut, dann also, sonst das Paket kommt in nächste Woche und alle Papiere, alle Unterlagen bekommen Sie auch. Sagen Sie bitte, aber hatten Sie vielleicht noch Fragen? Na, wie viele Packungen haben Sie jetzt insgesamt aufgeschrieben? Also, Sie hatten sich für die große Therapie entschieden, ja? Die 4+2, 2 Packungen bekommen Sie gratis. Sie sollen nur... 4-mal. Also, Sie sollen nur, wie gesagt, 4 Packungen bezahlen und nur 40 Euro pro Packung. Noch 2 Packungen bekommen ja, Sie gratis. Das ganze Paket dann 4-mal. Ah ja, also einen Moment bitte. Einen Moment, bitte. Mhm.
Das macht 640 ja. Euro und einer Entschuldigung. Okay. Ja, genau, das 140 Euro. Mhm. Genau, und einen Moment bitte. Dann gehe ich gleich zur Bank und hole schon mal das Geld. Einen Moment bitte. Und das heißt, also, und das macht insgesamt einen Moment bitte. Mhm. 24 Packungen, ja. Also das heißt, genau. Und darf ich noch Ihre Adresse überprüfen? Können Sie bitte noch mal die Postleitzahl sagen? Hier ist ein bisschen... Das ist die 12055. 12055, ja. Mhm. Ja, da ist sie jetzt ein kleines bisschen überfordert mit uns. Denn die Adresse, die ist komplett frei erfunden. Die Adresse gibt's überhaupt nicht. Das hat auch zur Folge, dass dieses nette Callcenter hier nach diesem Gespräch noch einige Male angerufen hat, um nochmal ordentlich zu nerven. Habt ihr teilweise schon in den Schnipseln gehört und da kommen auch noch einige Schnipsel, weil dieses Callcenter hat's echt übertrieben mit Adresse nochmal überprüfen. Jedes Mal habe ich eine neue Story erzählt. Tja. Was hat die da wahrscheinlich trotzdem nicht dazu veranlasst, die Bestellung zu stornieren, sondern das Paket einfach dahin zu schicken an die Adresse, obwohl im Computer schon stand, dass es die Adresse nicht gibt. Tja, so ist es halt mit solchen Betrügerseiten. Die versuchen halt trotzdem irgendwie ans Geld zu kommen. Tja, die Pillen, die man hier zugesendet bekommt, die sind nichts anderes als gepresstes Mehl und irgendwelche komischen Sachen da drin, die bewirken überhaupt nichts. Es ist einfach nur ein angebliches Wundermittel, bla bla, ohne Wirkung und ohne Verstand. Hier gibt man nur Kohle für nix aus. Einen Moment bitte. Ja. In Grünwälder Straße, meinen Sie? Ja, und die Hausnummer 17. Aber und das ist sicher in Berlin, meinen Sie, oder? Ja. Einen Moment bitte. So. So, ich wiederhole mal kurz, die Postleitzahl lautet 12165 Berlin und Grünwälder Straße, Hausnummer 17. Ist das richtig? Nee. Aber hier, also in Google, ich kann, also Sie meinen 12055, ja. Aber unter diese Postleitzahl gibt es keine Grünwälder Straße. Nur ist relativ neu, die haben Sie ja hier gerade erst gebaut, die Häuser. Bitte? Ich sage, die Häuser haben sie hier gerade erst gebaut, neu. Ah, Vielleicht deswegen. Und Grünwälder Straße und Hausnummer 17, ja? Einen Moment bitte. Mhm. Entschuldigen Sie bitte, aber ich muss das doch nochmal überprüfen und schauen, ja? Ja, sie nimmt sich auf jeden Fall bei der Überprüfung jede Menge Zeit. Tja, aber auf jeden Fall ist das auch Zeit, in der sie gerade keinen anruft. Das Problem ist, man trägt sich ja selbst dort ein und die arbeiten eigentlich nur eine Liste ab für Leute, die sich da selbst angemeldet haben. Man muss sich das Ganze so vorstellen, ihr kommt auf eine Webseite, habt dieses tolle Wundermittel gefunden, tragt euren Namen ein, eure Telefonnummer, drückt auf Weiter und anstatt es dann wirklich weitergeht, steht dann da, ihr kriegt jetzt einfach einen Anruf. Tja, normalerweise denkt man ja, dass man, wenn man sich in so ein Bestellformular da einträgt, dass man was direkt in online bestellt. Wozu dieser Anruf jetzt hier selbst irgendwie dienen soll, weiß ich nicht so richtig. Wahrscheinlich will man damit nur dafür sorgen, dass der Kunde auch wirklich noch was bestellt oder dass man halt eben anstatt einer Packung noch ein paar Packungen mehr verkaufen kann. Denn das, was auf der Webseite steht, kriegt man ja hier am Telefon auch gar nicht angeboten. Man kriegt gleich irgendein Paket vorgeschlagen mit noch mehr Tabletten anstatt nur eine Schachtel. Tja.
Oh, das soll einfach nur dazu dienen, dass man dann, weiß ich nicht, nochmal anrufen kann, denn so ist es nämlich tatsächlich auch mittlerweile. Also die habe ich ja jetzt hier schon eine ganze Weile immer mal wieder an der Leitung. Mittlerweile rufen die sogar von alleine an, ohne dass ich mich eingetragen habe, um zu fragen, ob das Mittel denn toll war und ob man nicht noch was bestellen möchte. Und man hätte da noch ein paar andere tolle neue Tabletten. Und solche Gespräche hört ihr in Zukunft auf jeden Fall auch ab und zu mal hier auf dem Kanal. So, ja, jetzt habe ich also die Postleitzahl laut 12055 Berlin Grünwälder Straße, ja, und die Hausnummer 17, meinen Sie, ja? Genau. Okay, also sagen Sie bitte, möchten Sie das Produkt für Ihr Patienten also so viel bestellen, oder? Nee, schon mal als Vorrat, weil kommt doch bald Blackout. Bitte? Wegen dem Blackout soll man sich ja bevorraten. Also für sich selber, meinen Sie, oder? Ja. Okay, ja, dann also, Sie bekommen viermal diese Therapie. Oder können Sie vielleicht per Vorkasse bezahlen? Das ist viel sicherer. Wir können nicht also so eine große Menge einfach so schicken. Tja, angeblich kann sie nicht so eine große Menge einfach so schicken, macht sie denn aber gleich trotzdem. Aber lustig, wie sie jetzt hier auf dieses Thema Patienten zu sprechen gekommen ist. Das könnte wohl daran liegen, dass ich schon mal mit ihr gesprochen habe und für meine Patienten einfach Pillen bestellt habe, die ich denen und das Essen mischen wollte. In der anderen Geschichte, die ich hier schon mal der netten Tante aufgetischt habe, da habe ich auch so eine Monsterbestellung gemacht. Ja, und nun spricht sie ja mit einer neuen Person, wo sie die ganze Zeit schon so im Bauchgefühl hat, dass da was nicht stimmt, aber sie macht halt trotzdem weiter, weil es gibt ja scheinbar Provisionen, wenn man da was verschickt. Und weil sie ihre Provision ja behalten will, versucht sie jetzt das Thema irgendwie auf Vorkasse umzulenken. Tja, dass das nicht funktioniert, ist ja wohl klar. Aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Mit Vorkasse, das heißt, ich kann Ihnen einen Link für die Bezahlung schicken, für Kreditkarte, PayPal oder Twint. Sie können es bezahlen, dann schicken das Produkt automatisch los. Aber ich habe keine Kreditkarte und kein PayPal. Okay. Und Sie möchten das per Nachname haben, ja? Wenn das nur so geht, dann ja. Okay. Okay, gut, dann machen wir das. Also sonst, wie gesagt, ich sage Ihnen genau, Sie bekommen 24 Packungen. Das macht... Ich sage Ihnen jetzt genau. Und das macht 640 Euro. Ja? Und Versandkosten ist auch frei. Ja, okay. Ja. Gut, dann also, sonst sagen Sie bitte, aber hatten Sie vielleicht noch Fragen? Nee, sonst nicht. Auf jeden Fall, Sie bekommen noch alle Papiere, alle Unterlagen. Ja, und nach dem Lieferung, ich melde mich noch mal bei Ihnen, ja, für uns auch sehr wichtig wissen, ob wir alle Packungen bekommen haben. Ja. Ja. Gut. Und Ihr Name steht auf dem Klingel, oder? Ja, genau. Das ist da alles so wie eingetragen. Okay, gut. Ja, dann sonst, ich bedanke mich, ja, und ich wünsche Ihnen dann einen schönen Tag noch. Ja, vielen Dank für Ihre Bestellung. Super, ja. Tschüss. Danke, wiederhin, tschüss. Ja, ja, auch wenn sie da so ein bisschen ja verwirrt war, sie hat's ja dann letztendlich trotzdem verschicken wollen, ihr komisches Paket. Tja, weiß man immer nicht, was das werden soll. Ich meine, der Verkauf von diesen Produkten ist wahrscheinlich nicht mal ganz so illegal, wie man jetzt hier annehmen würde. Allerdings die Art und Weise, wie man das Ganze hier versucht, das ist ja letztendlich hier, ja Täuschung, keine Ahnung. Man trägt sich auf irgendeiner komischen Webseite ein, das klingelt das Telefon direkt, das ist alles irgendwie undurchsichtig. Und am Ende, wer weiß, was die Tabletten bewirken. Vielleicht sind sie zugelassen, vielleicht sind sie nicht zugelassen, vielleicht wird es einfach nur verkauft irgendwie und man tut nur so, als sind es Tabletten. Vielleicht sind sie gar nicht mal zulassungspflichtig, wenn da bloß Mehl drin ist. Ich kann es euch gar nicht so genau sagen. Es ist einfach nur, ja, sehr, sehr fragwürdig, auf solchen Webseiten irgendwas zu bestellen. Sollte man grundsätzlich immer die Finger von lassen. Denn wenn ich davon ausgehe, dass ich mich da auf einer Webseite oder auf der Webseite was bestelle und dann das Telefon klingelt, ist ja schon mal komisch. Und grundsätzlich sollte man solchen Sachen weniger vertrauen.
Dann lieber irgendwelche Naturheilprodukte aus einem vernünftigen, seriösen Online-Shop bestellen, aber nicht von Shops, wo es auch kein Impressum gibt. Denn hier gibt es auch wieder kein Impressum. Also ist das alles irgendwie sehr, sehr fragwürdig dabei, wie die da vorgehen. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wer mag, kann natürlich den Kanal noch abonnieren, am besten gleich mit Klingelglöckchen, denn dann verpasst ihr auch in Zukunft keins der neuen Videos mehr. Ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl. Klickt euch auch da gerne mal durch. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.